Also wir könnten jetzt noch eine Mission machen. Und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Suchen nach Gegenständen. Die stillgelegte Kohlemine. In der stillgelegten Kohlemine sollen sich Berichten zufolge Monster eingenistet haben. Womöglich befinden sich wertvolle Gegenstände in der Tiefe, die bei der Schließung der Anlage zurückgelassen wurden. Du solltest dich dort umsehen. Hallo Andi, huhu. Machen wir mal. Also wie gesagt, wir müssen ja eh alles machen. Und wenn wir das so ein bisschen schon hinter uns haben, dann können wir mal schön weiterquesten. Während Mission, du kannst dich normal auf der Karte bewegen, Kämpfe bestreiten. Das Abenteuer endet, wenn du kampfunfähig wirst. In diesem Fall hast du jedoch die Option, deine Ausrüstung zu wechseln, den Kampf zu wiederholen. Mission abschließen. Du kannst eine Mission abschließen, indem du den auf der Karte markierten Boss besiegst. Nach Abschluss einer Mission kehrst du zum Ausgangsspeicherpunkt zurück. Mission abbrechen. Du kannst die Mission abbrechen, indem du das Missionsareal verlässt oder das Hauptmenü aufrufst und unter Missionen die Option Mission abbrechen auswählst. Alles logisch, alles klar. Kriegen wir hin. Machen wir mal eine Karte. Ui, das ist ja doch schon ein bisschen größer. Aber eigentlich sieht es größer aus. Bring it on. Interessant. Later. Max, der... Also... Der hat ja so Blitz gemacht. Ich weiß nicht, was da gut hilft. Oh, wir kriegen auch wieder was. Supertrank. Mal her mit dem Zeug. Activating Combat Mode. Ich sollte mich dringend heilen. Das mache ich auch mal. Gegenstände. Ich will immer, wenn ich nicht in dem Menü bin, dieselben Sachen drücken. Aber das geht nicht. Machen wir mal so ein... Regeneriert eine mittlere Menge. Eine kleine. Ne, nehmen wir mal die mittlere. Das ist gut. Das brauche ich. Activating Combat Mode. Take that! Boah, das haut aber auch rein. Genieße jetzt deine Stimme. Ja, mach das. Mach das, mach das. Das war's? Ach, das war schon komplett durch? Echt jetzt? Eins von zwei. Bin ich gestorben? Oder was ist los? Nee, ich hab's geschafft. In der stillgelegten Kohlemine sollten sich Berichten zufolge Monster eingenistet. Ja, ja. Uns erreicht die Meldung von Monstern, die auf einer einsamen Insel leben. Weiterhin soll dort etwas Wertvolles vergraben sein. Mach dich umgehend an einer Untersuchung. Okay, also es war jetzt wirklich nicht lang. Ich hab, bin kaum 5 Meter gelaufen. Makonite. Ja, wir können hier so viel noch machen. Ja gut, aber ich speichere mal wieder. Ich weiß, ich speichere viel, aber besser ist. So, und es dauert ja auch echt nicht lange mit dem Speichern. Und dann gehen wir jetzt mit ihm mal weiter. I see. Wäre vielleicht schlau gewesen, nochmal Items zu kaufen, ne? Ach, egal. Ready to go. Kann man ja eigentlich auch gut farmen durch die Mission. I wonder. Originally,
Sephiroth was assigned to this mission. That means it's a top priority matter. Be alert, or you'll fail. And Sephiroth? Refusing to go, apparently. Oh, what is that? They spoil him too much. Why don't you say that to his face? No thanks. Banora, Apfelplantagen. Weird trees. Banora white trees. Or dumb apples. That means this is Banora Village? And Angeal's hometown? Correct. Genesis and Angeal have known each other a long time. Activating combat mode. Aktiviere Gefechtsmodus. Conflict resolved. Ciao. Kakao. Yaman. These guys. I saw them in Wutai. So they are here. We've seen no townspeople yet. They may have taken control of the whole town. When Genesis left, he took an arsenal along with him. Retrieve or destroy. Those are the president's strict orders. Okay, no sweat. Okay. Dann geht's da wieder lang? Da geht's wahrscheinlich zurück. Gut. Ja. Soma! Ich muss schon wieder die Typen. Conflict resolved. Oh yeah! Ja! Wie schön! Activating combat mode. Nicht mehr schön. Hast du mich getroffen? Du Schwein. Conflict resolved. Later. Oh yeah. Und wieder schön. Und wieder speichern. Geht uns auch wieder gut. Ja. Wie sieht's aus? Heiltränke 6 Stück. Alles cool. Oh, wir haben ja sogar eine Phönixfeder und ein Elixier. Das müssen wir gut aufbewahren. Oh, eine Maschine. Jetzt geht's los. Eine böse Maschine. Nein.
Not if I can help it. Oh yeah! Conflict resolved. Juhu! Ja, war schwierig. Ich merke auch, dass ich keine Blitzattacke habe. A Genesis copy. Where did you hear that? Sephiroth said it. The technology was stolen from our scientists. Huh? It apparently allows Genesis's abilities and traits to be transplanted to soldier members and monsters. Soldier and monsters? We're the same. Wo steht denn eigentlich nochmal, in den Mails war doch auch das Tutorial. Kämpfe. Grundlagen kam schon. Ich will nochmal wissen, wie man blockt. Mit R1. Ich habe immer das Gefühl, es klappt nicht, obwohl ich es mache. Ich werde nochmal bewusst R1 drücken. So, Posteingang. Jetzt ein Apfel. Hab gehört, dass ich dich nach Banora entsendet habe. Wie läuft es da auf? Es geht dir gut. Sollen sich eine Menge der Shinra-Leute da rumtreiben? Banora lebt anscheinend hauptsächlich von Anbau und Weiterverarbeitung von Äpfeln. Außerdem pumpt Shinra eine Menge Kohle in den Ort. Frag mich, warum? Würde mich nicht wundern, wenn da Marco-Energie im Spiel wäre. Vielleicht aber auch was Geheimnisvolleres? Werd mich mal dahinter klemmen. Kann man da jetzt was looten? Ich will mal hingehen zu den Gegnern und was looten. Und hier was lesen. Refreshing taste that goes down smooth. Banora White Juice, 120 Gil each. Sounds tasty. Hm? Apple Factory is up ahead. Immer diese Apfelgeschichten hier. Mehr Äpfel! So. Würde ich sagen, einmal wieder regenerieren. Ich meine, was man mitkriegt. Ich bin jetzt auch schon Stufe 9. Internal issues have to be dealt with before they leave. No sign of the townspeople. Check the houses. Konnte man da eigentlich rein? Nein. Okay, weiter geht's. Oh, so idyllisch. Banora. This is Genesis's home. His parents are wealthy landowners. But I never stole from that tree, because the wealthy man's son was my friend. They weren't mere acquaintances. They grew up together and were best friends. So Genesis deserts and gets his best friend Angeal to join him. Is that it? Sephiroth believes that's the case. There. A gravestone. Still very new. Zack, go find Angeal's house. I'll check the grave. Ugh. So Turks always do this stuff? Someone has to do it. Must be rough. Don't worry. We're paid much better than you are. No way! Yeah. Zack, go find Angeal's house. It should be over there. It's likely already in enemy hands. Be careful. Wie süß Angeal wohnt in diesem kleinen Apfeldorf. Und dann ist das halt so ein harter Typ geworden. Was ist das? Was? Ja. Ich mach einfach mal so. Weg, 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 weg. Guck mal. Oh. Blocken. Blocken. Bringt das was? Aua, von hinten. Ich sterbe hier gleich. Take that!
Hab ich. Also, ich habe jetzt mal ein bisschen versucht, ein bisschen langsamer zu schauen. Aber sobald ich irgendwie einmal getroffen werde, hänge ich da erstmal und muss aufstehen. Schwierig. Ach, süß. Es hat so ein bisschen was von Strand und gleichzeitig... Let's see. Angel's house is... So Strand und Palm und gleichzeitig irgendwie so süddeutsch. So mit so Bauernhäusern. Somewhere. All right. I'll just have to check each one. Ach ja, komm, lass uns in die Häuser gehen. Über Banura sind zahlreiche leuchtende Stellen verteilt, in denen Gegenstände versteckt liegen. Gegenwärtig kannst du diese Gegenstände noch nicht erhalten. Doch wenn du sie jetzt untersuchst, kannst du sie zu einem späteren Zeitpunkt einsammeln. Ja, aber warum nicht jetzt schon, ne? Ich geh da gerne rein. Hallo. Can't hear anything. Okay, da ist verschlossen. Und da leuchtet's. What is this? But now's not really the time. I'll come back later. Dann eben später. Activating combat. Oh, nee. Ich hab geblockt. Und hingefallen. Nein! Tod! Mein erster Tod. Ich habe mich nicht geheilt. Sinken 6 TP während eines Kampfes auf 0 wird ein Game Over angezeigt. Neuversuch, bla bla bla. Okay. Ja. Ab Beginn des Kampfes nochmal, ne? Nee, einfach so. Activating combat mode. Oh, ich block doch. Das ist voll kacke, weil ich block und das bringt nichts. Und dann steht er aus Versehen falsch. Nee. Nee. Mach's fertig. Ja, aber echt. So. Was ein Käse hier. Ein Bonbon aber nur anschauen, wenn du morgen wiederkommst, darfst du es haben. Ja, wirklich. Ich habe jetzt auch echt gedacht, so geil, hier sind Sachen. Wieso darf ich nicht? Na, darf ich aber jetzt nicht. Ja, toll. Okay. Dann erstmal wieder healen und so. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas Neues an Gegenständen mittlerweile habe, die ich verwenden könnte. Wenn ich jetzt hier in diese Materiegeschichten gehe, merkt man schon, es hat sich ein bisschen vermehrt. Also da ist jetzt nicht mehr wie vorher, aber ja... Vielleicht sollte ich so eine Eisklinge eher mal nehmen. Und ich glaube, das, was wir drin haben, das verbessert sich ja auch. Hier, guck mal, hier sind wir schon Meister drin, ne? In der Wirbelattacke. Und was ist denn EE? Heißt immer aussortiert? Ist das ein... Also das haben wir ausgerüstet, oder? Weil Vita ist natürlich auch voll gut. Also wir brauchen ja auch einfach mehr Vita. Also Krafthieb wäre auch was. Zur SP-Umwandlung wechseln. Ja, wenn ich jetzt Eis machen will, also auswählen kann ich nicht, zur SP. So. SP-Umwandlung beenden. Jetzt nehme ich das. Nee, geht nicht. Kreis. Hä? So. Check ich nicht. Also ich hab's ja eh, aber... Früher war das doch so, dass man halt, man konnte doch die Ausrüstung mit den Materia und die Waffen verbinden. Und oder habe ich die jetzt alle automatisch immer drinne und es verbessert sich alles immer? Oder muss ich, weil hier ist ja ein E daneben und ich glaube, das heißt doch, dass es ausgerüstet ist, oder? Ah, da blicke ich nicht durch. Vielleicht kann man noch mal irgendwie wo nachlesen. Wir haben doch hier einen tollen Mails Grundlagen. Ausrüstung. So, Magie-Materia zum Beispiel.
Wenn du dich mit Magie Materia ausrüstest, kannst du Magie benutzen. Ja. Fertigkeiten. Auch die, auch diese Limits hier, ne? Diese Wirbelattacke und bla. Ich weiß immer gar nicht, wann ich die benutze. Blicke ich auch noch nicht durch, wann ich was auswählen kann. Materieherstellung? Ja, nee, das ist es nicht. SP-Barriere verringert den erlittenen Schaden im Austausch gegen SP. Also Beispiele für Komplementärmaterie. Analyse ermöglicht es, die Eigenschaften des Ziels zu analysieren. Finde ich super, wenn wir Analyse auch hätten. Dann wisst ihr auch, was hilft. Aber gut. Ja, ich weiß nicht. Du kannst bis zu 5 Ausrüstungssets zusammenstellen. Also, wir haben dann hier unsere Sets. Und ich kann halt sagen, was ich in diesem Set haben will. Und gerade eben haben wir gesehen, wir haben ganz viele Materie. Also wenn wir allgemein die Materie haben, haben wir super viel. Und das ist halt die, da wo E ist, ist das so das erste Set. Und wenn ich jetzt nochmal in die Ausrüstung gehe und ein neues Set erstelle, wahrscheinlich kann ich dann auf den jeweiligen, ne, auf den jeweiligen Slots eine neue Geschichte hier reintun. Was wir jetzt checken könnten, wäre natürlich, ja, wir haben Feuer drin, wir haben Eis drin, Vita und Wirbelattacke. Ich würde sagen, Wirbelattacke bleibt dann auch da drinne. Vielleicht könnte man hier aber auch nochmal was boostern. Den TP-Dings zum Beispiel. Damit wir den auch nochmal irgendwie erhöhen oder so. Blitz haben wir auch gar nicht drinne. Und da muss aber auch noch irgendwas Starkes rein. Nehmen wir auch nochmal Feuer mit rein. So. Das haben wir jetzt so ein bisschen mal, dass wir nochmal ein anderes Set haben. Wo weiß ich jetzt, welches Set ich benutze? Weiß man nicht. Ich meine, ja, wo weiß ich, welches Set ich benutze, Leute? Woher weiß ich, welches Set ich benutze? Set 1? Einfach so stehen lassen und rausgehen? Oder sortieren? Abbrechen. Wenn ich jetzt dieses Set benutzen will... Nein, wir werden es ja sehen. Im nächsten Kampf werde ich sehen, welches Set wir gerade haben. Anders weiß ich auch gerade nicht. Okay. So, wo wohnst du, Digga? Keine Geräusche. Keine Geräusche. Anybody home? Ja. Da wohnt jemand. Oh nein! Activating combat mode. Und der ist schon mal weg. So, und wie sieht's aus? Ich habe ausgewählt. Habt ihr gesehen? Ich habe jetzt neue Materia drin. Ich habe es geschafft, das zu ändern. So, wo war das jetzt hier, ne? Da sind einfach Viecher rausgekommen. Da ist auch jemand. Noch ein Monsterchen. Überall Monster, die in den Häusern wohnen. Okay. Activating combat mode. Combat resolved. Oh yeah. Oh yeah. Na, wenigstens darf ich die Belohnung haben. Ein Allheilmittel. Und wieder keiner da. Okay, okay. Was ist das hier für eine Barriere? Something fishy up ahead. But I won't get through here easily. First, find Angeles house. Ja, vielleicht ist das ja hinter der Barriere, aber gut. So, da war ich. War ich schon? Wo war ich denn noch nicht? Wohnhaus. Hier vielleicht. Can I help you? Die wohnt hier ganz alleine mit den Monstern in der Umgebung. Greetings, ma'am.
Are you Angeal's mother? My name is Zach. Einfach ins Haus reingehen. Are you Zach, the puppy? Excuse me? My son wrote to me once about you. Zero attention span. Restless as a little puppy. Oh, thanks, Angeal. You're not here together with Genesis, are you? No, I'm not. Don't worry. What is happening with my son? I'm not really sure. Genesis came back here a month ago with an army of cohorts. And they proceeded to take the lives of many townspeople. Genesis, he used to be such a good boy. Is Angeal... He came here. But he left his sword and went off somewhere. That sword represents our family's honor. I see. No wonder. He never uses this sword, really, ever. I'll take care of Angeal. You should go and hide somewhere. Don't be concerned. Genesis cannot harm me. Okay, das war das Gespräch mit der Mutter. Aber schön, dass wir mit ihr mal gesprochen haben. Oh, a picture of Angeal. So young. Must be when he first joined Soldier. And there it is, that Buster sword. This one's a family picture. Look at Angeal, showing off that Buster sword again. This must be Angeal's father. Looks like a serious guy. A baby picture. This is Angeal? So cute. Now these two rascals must be Angeal and Genesis. Ach, was schön. Ich mag sowas. Ich habe 5 Gil bekommen und hier sind noch mehr Bilder von Blumen und so. Können wir noch mit ihr reden nochmal? Please be a good friend to my son. Sie sieht so traurig aus. When Angeal decided to join Shinra, my husband had that sword made for him and told him to fight with honor. Was für ein Schwert, voll der Baumstamm. He borrowed a lot of money. He worked so hard to return the debt. He eventually died of fatigue. Oh. Ist ja übrigens sehr dem von Cloud ähnlich, ne? Das Schwert. So, wenn ich jetzt hier drinne war, darf ich dann jetzt zu den leuchtenden Dingern, oder? Angeal. Where did you go? Na, zu What? Hause nicht. Genesis copies. Activating combat mode. Hot! 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 There's a factory on the outskirts. I saw a Genesis copy go in. You think it might be their HQ? I do. I'm on a cliff overlooking the factory. The best way in is from above. Come to the clifftop now. Okay, we are
ist es denn jetzt hier? Es leuchtet so schön. Boah, ich darf immer noch nicht. Ich darf immer noch nicht. Na, dann nicht. Activating Combat Mode. Ah, wieder so ein Ding. Aua. Komm, mach's fertig. So. Blitz, Leute, Blitz. Guck mal, wie gut das hilft. Ich habe eine neue Mail. Was ist in der neuen Mail? Unsere Neuausrichtung. Liebe Soldatenmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Die Nachricht eines unsäglich tragischen Vorfalls hat mich über das Thema Familienunglück nachdenken lassen. Dieses hängt nicht zwingend davon ab, ob durch die Venen von Mutter und Kind dasselbe Blut fließt. Entscheidend ist, dass man sich gegenseitig respektiert und wertschätzt. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, setzt Verbitterung ein. Diese kann zu Tragödien führen und sich auf unsere Missionen auswirken. Auch wenn Soldatenmissionen stets unverzüglich abzuschließen sind, müssen wir in Zukunft darauf achten, Risiken zu vermeiden. Jawohl.